Sie sehen rechts daneben, nahe des Kastenwalls, den Panzergrenadierzug heraustreten. Dieser hält im Breitkeil die gleiche Höhe wie der links von ihm eingesetzte Panzerzug. Seine Aufgabe besteht darin, die Waldkante rechts zu beobachten. Der Schützenpanzer Puma ist gegen Infanteriekräfte effektiv einsetzbar und kann somit Flankenschutz Richtung Hohebach bieten. Der Kompaniechef folgt den beiden vorne angreifenden Zügen unmittelbar. Er befiehlt die nächsten Sprungziele und regelt den Feuerkampf der Kompanie. Außerdem beobachtet er das Vorfeld und entscheidet, wo er den nächsten Schwerpunkt für den Angriff der Kompanie festlegt. Sein Ziel ist, den Feind in der tiefen linken Flanke zu treffen und zu zerschlagen. Vor der Tribüne sehen Sie den Kampfpanzer Charlie II des Panzerzugs über die Anhöhe hinweg angreifen. Ui! Die erhöhte Position des Fahrzeugs bietet bessere Beobachtungsmöglichkeiten für die Besatzung. Gleichzeitig bietet er aber auch ein leichter bekämpfbares Ziel auf der Anhöhe. Um diesen Nachteil auszugleichen, greift er mit hoher Geschwindigkeit an.